Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Force of Nature und wir holen uns unser zweites Ei. Sehr gut, wir haben jetzt zwei Eier und jetzt geht's, Harvest Time, genau, jetzt können wir hier uns mal den Weizen nochmal holen und auch neu bepflanzen. Warte mal, Repeat Last kann man doch einfach machen, ne? Jawohl. So, gucke mal. Dass wir das noch hinkriegen. Und weil wir eigentlich ganz gut was haben, kann die gute Erna dick und fett werden. Und uns weitere Eier schenken. Oder? Die brauchen wir nämlich dann zum Brotbacken. Aber wir sollten natürlich auch nicht vergessen. Achso, guck mal, wir können hier mal das noch für die Stamina reintun. Den Cooking Table zu bauen. So. Und den Cooking Table setzen wir uns vielleicht hier links daneben zum Beispiel. Will der doch ganz gut passen. So, wo ist er denn hier? Was brauchen wir denn dafür? Planks, 30 Planks. Nägel müssen wir doch noch ein paar haben. Oder haben wir nicht noch ein paar Nägel hier? Jawohl, sehr gut. Das war gut, das auf Vorrat zu machen. Also Nägel hätten wir genug. Wir brauchen 30 Planks und a Jug. Also im Krug oder so. Ja. So, 30 Planks hätten wir auch schon. Gucke mal. Und so ein Krug. Wo bauen wir den eigentlich? Hier nicht. Ich schätze mal hier vielleicht. Nein. Wo machen wir den? Hier am Crafting Table. Wo gibt's den denn? Hallo. Moment. Create a Cooking Table. Build Construction. Wir kriegen doch da immer Hinweise. Pass mal auf. Tip on Ingredients. Nee, Craft Table war ja auch falsch. Hier. Tip on Ingredients. A jug can be crafted in a bonfire. Ach so, na klar. Ein Tonkrug wahrscheinlich. So, dann machen wir das doch mal. Ah, brauchen wir noch ein bisschen Clay. Müssen wir uns wieder ein bisschen shaken. Hier, da ist der schöne Clay-Spot. Finde ich auch gut, dass das nicht erschöpft. Also zumindest konnte ich noch nie so lange buddeln, bis es keinen Clay mehr gab. Ein Riesenloch wäre auch lustig, oder? Und da kommen dann noch irgendwelche fiesen Monster raus. so wie in Life in Bunker, wo dann irgendwann diese Maulwurfsmänner da waren. So, jetzt sollte das mit dem Jug aber mal klappen hier, oder? Moment. Falsche Stelle. So. Clay Pan. Ach so, eine Pfanne brauchen wir dann bestimmt auch noch zum Kochen. Auch für Kaffee. Jetzt machen wir uns erstmal so ein Ding hier. Sehr gut. Gut, dann haben wir das fertig. Dann brauchen wir im Prinzip 5-mal... Fünfmal? Das ist viel. Das ist enorm viel. Na, da brauchen wir wohl noch ein bisschen Clay. Mann. Fünf Töpfe. Was wollen wir denn alles kochen und aufbewahren? Gut, aber in der Küche ist natürlich wichtig, dass da ein bisschen Ordnung ist. Ja, ein bisschen was fürs Mehl. Das ist, glaube ich, dann die nächste Quest. Sollen wir Mehl herstellen? Und der Weizen da hinten ist schon wieder fertig. Sehe ich doch oben links in der Ecke. Eieieiei. So, jetzt gucken wir erstmal. Wir brauchen 4, glaube ich, pro Dings. Also 16 insgesamt. So, wie viel haben wir jetzt? 13. So. Denke, das sollte reichen. Geben wir das in Auftrag. Danach kümmern wir uns hier um unser Feld. Um unser kleines Feld. So, dann machen wir mal hier am besten 3. Und weil wir ja noch ein zweites haben, machen wir hier nochmal 2. Dann ist das gleich ein bisschen aufgeteilt. Ach nee. Warte mal, 3, 5. Ja, nee, alles klar. Nee, ist gut. Wir haben ja schon einen gemacht. Das müsste passen.
So, Ei müsste eigentlich auch fertig sein. Ich finde, wir sollten uns für Erna dann auch irgendwann nochmal Ersatz holen. Also nicht Ersatz, eine Freundin. Ja? Damit die sich ein bisschen unterhalten können und so. Das fände ich schon ganz gut. So. Ah, der Cooking Table. Vielleicht holen wir uns in der Zwischenzeit noch ein bisschen Erde. So zum Zeitvertreib. Das ist nämlich auch keine schlechte Idee, damit wir da noch ein paar Beete hinkriegen. Also zumindest noch mal 3 würde ich schon ganz gerne bauen wollen, dass wir hier ein bisschen vorankommen. Und Cooking Tables, die Frage ist, ein zweiter eigentlich auch nicht schlecht. Weil, das dauert ziemlich lange. Gerade die Mehlherstellung, werden wir sehen, dauert relativ lange. Wir brauchen auch gleich noch ein paar Gegenstände, ne? Um das Mehl dann herzustellen, glaube ich. Werkzeuge. So, schauen wir mal, wie es hier aussieht. Ah ja, sehr gut. Sehr gut. Und wir bauen uns unseren Kochtisch. Ach, wir brauchen noch Copper-Ingot. Copper-Ingot. Ich hoffe, da können wir genug machen. Wir machen mal Copper-Ingot from Coins. Wir brauchen 5 Stück insgesamt, ne? Da kriegen wir 4 schon mal raus. So, dann können wir hier nochmal in die Nägel investieren. Auch nicht verkehrt. Und ein bisschen Kohle können wir auch nochmal herstellen, oder? Ja, komm, machen wir einfach mal. So, hier haben wir noch den Weizen fertig. Müssen wir doch jetzt langsam mal genug haben, oder? Für die Quest mit dem Weizen. Was macht Erna? Fertig mit dem Ei? Sehr gut. Kannst du gleich noch ein zweites legen. Und schön verstecken. Und vielleicht ausbrüten. Vielleicht, wenn man es eine Weile drin lässt, vielleicht brütet sie es aus und es kommen kleine Hühnchen zur Welt. Aber habe ich leider noch nicht gesehen. Von daher glaube ich es eher nicht. So, Copper Ingot dauert ein Momentchen. So, dann können wir doch schon mal gucken, was wir noch haben. It's harvest time. Das haben wir gemacht. 9 von 10. Also einmal noch, dann haben wir das auch erledigt. Und dann sollen wir Fried Egg machen. Und ein Brot mit dem Cooking Table. Boah, das kriegen wir hin, oder? Und was brauchen wir zum nächsten Questaufstieg oder zum nächsten Levelaufstieg? Mehl. 5 Mehl. Kriegen wir auch hin. Goldcoins haben wir. Wasser haben wir ganz gut. Schnappen wir uns gleich noch mehr. Ist immer gut, das leer zu halten. Mehr als 4 kann ja nicht speichern. So. Wunderbar. Wie sieht's hier aus? Copper Ingot, take all. Aber wir brauchen ja 5. Haben wir eigentlich ein bisschen Copper Ore? Iron Ore, Splinter, Stone. Copper Ore, 8-mal Copper Ore haben wir sogar. Sehr cool. Kupfererz. Das heißt, das sollte auch funktionieren. Oh, jetzt haben wir hier Erde rausgebuddelt. Ist ja witzig. Hier? Hier kam Erde raus? Oder... Was? Wie habe ich denn das gemacht? Kann man die... Kommt die hier überall raus? Nee, was ist das? Sand. Aha, sehr witzig. So, wunderbar. Ja, ein bisschen Weizen machen wir mal noch. Letzte Runde Weizen, weil... Zack. Dann würde ich gerne auf Kaffee umsteigen. So, und jetzt ist er hiermit auch fertig. Und wir machen uns noch ein Copper Ingot from Ore. Wobei, da können wir auch gleich ruhig alle 4 verbraten. Was soll's. Dann ist das auch erledigt. So, Kohle. Ist auch noch mal ein bisschen was fertig. Wunderbar, Nägel haben wir auch. Läuft, würde ich sagen. Läuft so. Schon mal hier auf Vorrat nochmal ein paar Eier produzieren. Und nebenbei den Brunnen leer machen. Und vielleicht noch ein bisschen Erde, Leute, weil... Weißt du ja, wir müssen die Kaffeeproduktion vorantreiben, die wir noch nicht mal begonnen haben. Ich weiß. Machen wir aber auf jeden Fall. Ja, das ist mal so ein bisschen Farming-Alltag hier. Hä? So, wie viel haben wir denn schon?
26, 30, cool. Da haben wir ja fast 45. Das würde ja dann für drei Beete reichen. Ah, ich freue mich schon, wenn wir eine Schaufel machen können. Dann geht das hier auch ein bisschen schneller vonstatten. So, ich glaube, der Weizen ist auch bald fertig. So, completed egg. Fantastisch. Wie sieht's aus? Kommen die vier. Die vier machen wir noch. Dann haben wir das auf jeden Fall. Und es fängt wieder an zu regnen. Natürlich. So, jetzt haben wir die 45 voll. Jetzt schnell nochmal den Brunnen leer machen. Jawohl. Das nehmen wir uns auch mal alles. Und dann fangen wir schon mal an mit Kaffee. Coffee Select. So, fantastisch. Wir nehmen uns unsere Kupferbarren. Das sollte reichen. Und können uns endlich unseren Cooking Table bauen. Sehr cool. Oh ja. Na gut, dann kommen wir hier natürlich nicht mehr durch, ne, wenn wir das hier hinbauen. Vielleicht auch nicht so klug, oder? Und wenn wir den hier erstmal daneben setzen einfach, kommen wir hier nicht mehr durch. Na gut, aber hier wollen wir eh nicht durch. Aber hier ist so unser Ausgang, weißt du? In die Wildnis zu den Gremlins und so. So, sehr gut. Können wir hier nochmal uns ein paar Eier nehmen. Und gucken, was wir noch brauchen, um noch so ein paar Beete anzulegen. Was bräuchten wir denn dafür noch? Planks. Und zwar 10 pro Dingens, also insgesamt 30. Oh, da haben wir auch keine Loks mehr. Das heißt, wir müssen wohl oder übel noch ein paar Bäume fällen. Das kriegen wir aber hin, das ist gar kein Problem. So. Hier zum Strand hin ein bisschen. So, wenn der Cooking Table fertig ist, dann gehen wir da erstmal hin, produzieren das Mehl. Ah, da brauchen wir wieder einen Mörser oder so Zeugs für, ne? Können wir schon mal gucken, was wir dafür brauchen. Egal, warte. Machen wir erstmal hier noch schnell den Baum. Noch haben wir ein bisschen Stamina. So. Hallo. Danke. So, gleich noch wieder ein bisschen Kaffee anpflanzen. Wir brauchen das Wasser aus dem Brunnen unbedingt. So. Und werden gleich mal weiter hier noch pflanzen. Wunderbar, das ist gut. Fried Egg dürfte auch kein Problem sein. Da hat Erna wirklich gute Arbeit geleistet. Mit 7 Eiern mittlerweile schon. So, was sollen wir jetzt machen? Create a Cooking Table haben wir noch gemacht. So, Fried Egg und a Bread. A Fried Egg and a Bread. You see? Fried Egg. Was brauchen wir dafür? Oh, eine Clay Pan or Iron Pan. Und eine Pfanne machen wir uns wieder hier wahrscheinlich, ne? Oder können wir denn nicht hier vielleicht eine Pfanne, ja, hier gibt es keine Pfanne. Hier gibt es hier eine Pfanne. Da war nichts, was war. Und dann gibt es hier vielleicht eine Pfanne. Nein, hier ist der Coal Smoker. Dann gucken wir doch hier mal nach einer Pfanne. Ja, ja, hier gibt es auf jeden Fall eine Clay Pan. Und da fehlt uns wieder Clay. Natürlich. Und was brauchen wir noch? Clay Pan. Und was brauchen wir noch? Für Mehl zum Beispiel. Einen Mörser. Und was brauchen wir für den Mörser? Auch Clay. Also wir brauchen jetzt insgesamt 20 Clay. Das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. Wir können ja in der Zwischenzeit schon mal hier einfach mal ein paar Planks produzieren. Bada boom. So. Und los geht's. 20 Stück. Huiuiui. Oh, 3 haben wir schon. Und Kaffee ist schon wieder fertig.
keine Zeit. Das ist immer ganz gut, so nebenbei so ein bisschen Kaffee ernten und wieder anpflanzen, so um die Stamina zu regenerieren. Dass man hier nicht ständig Sachen macht, die so viel Ausdauer kosten. Und es ist ja auch wirklich sehr entspannt. Sehr entspannt, ich mag das. Ich mag das, so slow-paced und so. Das finde ich schon cool. So, für 14. Vögeliges Gezwitscher im Hintergrund. Gucke mal. Jetzt haben wir 20. Jawohl, tipptopp. So, erstmal schnell noch das Wasser holen und neuen Kaffee pflanzen. Kaffee ist das Elixier des Lebens, Leute. So. Zumindest in dem Spiel. Okay. Heutzutage ist es natürlich Energy Drink, ne? Ist klar, ja. Wobei ich schon denke, so ein Kaffee ist gesünder, Leute. So, wir machen jetzt mal eine Clay Pan. Select, okay. Und wir machen noch sowas hier. Select, okay. Können wir das parallel nämlich gleich schön gestalten. Man verliert so ein bisschen den Überblick, weil sich das alles so überlappt hier, ne? Egal. So, take all. So, wie sieht's denn aus mit Construction? So hier. Planks. Hatten wir doch hier ein paar, ne? Ja. Können wir doch zumindest nochmal zwei schon mal hinsetzen. Okay. So, die Pfanne ist fertig. Eine Pfanne aus Lehm. Und das Ding ist auch gleich fertig. Wunderbar. Und jetzt können wir uns endlich unser Spiegelei herstellen. Eins sollte erstmal reichen für die Quest, ne? Genau, ein Spiegelei und ein Brot. Dafür brauchen wir natürlich wieder Mehl. Wie wir das Wasser nicht genommen, doch. Alles gut. So. Na, fantastisch, oder? So, ja, 9. Ich glaube, das reicht. Doch, könnte. Reicht das? Reicht. Guck mal. Zack. Sehr, sehr cool. Fantastisch. Gut. Und Erna legt noch ordentlich nach. Erna, mein Gute. Ja. Das machst du gut, Erna. So. Ist denn das einmal fertig? Ist fertig. Was bringt uns das? Gesundheit 20. Das heißt, wir legen schon mal hier das Ei hier auf den Spot drauf. Und was sollen wir jetzt noch machen? A Bread. Dafür brauchen wir wahrscheinlich Mehl, ne? Und wie viel Mehl? Oh, wir brauchen ein Ei, 2 Flor. Und wir brauchen insgesamt aber zum Aufstieg wie viel Mehl? 5. Das heißt, wir machen einfach mal 5 Mehl. Select. 2, 3, 4, 5. Ja, erstmal das Minimum. Guck mal, wie lange das dauert. Das ist schon... Bisschen gemein. So. Sehr, sehr gut. Fleisch können wir übrigens auch bei dem Ofen rösten. Das ist ziemlich cool. Und können wir eigentlich schon mal hier ein paar andere Waffen basteln. Das fände ich auch nicht schlecht. Hier natürlich nicht. Beim Kohlsmoker auch nicht. Hier höchstens, ne? Iron Knife. Iron Knife, Level 6. Aber fast, Leute. Und wir brauchen Iron Ingot. Können wir da noch einen von bauen? Ja, können wir. Cool. Dann können wir schon mal uns vorbereiten auf einen Iron Knife. Das finde ich gut. So, hier sammeln wir mal den Kaffee ein. Weil, ich glaube, mit so einem Messer kann man ganz gut kämpfen. Gerade gegen so einen Bären, der doch relativ langsam ist. Hätte ich schon mal Bock drauf, oder? Dass wir mal uns früher oder später hier den Bären holen.
So, guck mal hier, wie das dauert. Ah, das dauert eine Weile. Kein Problem, dann hauen wir hier nochmal weg. Oh, kommt direkt was raus. Sehr, sehr cool. Och, noch mehr. Ja, nice. Schon viel eher mal draufkloppen müssen. Ah, Steine. Aber Steine sind auch gut. Aus Steinen kann man auch so Splinter machen. Alles easy, alles gut. Iron Ingot ist fertig. Das wollten wir uns ja aufheben für unser Eisenmesser, das wir dann vielleicht alternativ zu dem Knüppel ausrüsten als Waffe. Mal gucken, wie ich damit klarkomme. Ich glaube, da ist man noch ein bisschen schneller und dann treffen die einen vielleicht nicht so oft. Das wäre schon ganz cool. So. Aber wir können ja, weil wir es haben, noch ein bisschen was hiervon herstellen. So, zwei immerhin. Und Glowing Amber wäre natürlich auch mal wieder eine Maßnahme. Braucht man für so vieles. Und die Sticks können wir da gleich mal investieren. Wunderbar. Erna ist noch zufrieden. Wird gefüttert. Der Kaffee ist auch gleich fertig. Fantastisch. Na fein. Würde läuft, würde ich sagen. Läuft. Schaffen wir es jetzt noch hier aufzusteigen? Ich glaube, mit dem Mehl, das könnte schwierig werden, ne? Moment, so. Kaffeeproduktion. Ich glaube, Kaffee, ja, dauert alles lange an diesem Cooking Table. Also auch Werkzeuge zu verbessern, glaube ich, lohnt sich dann schon, dass man nicht so ewig warten muss. Drei haben wir schon, fünf brauchen wir. Und dann hätten wir nämlich... Ne, die Quest haben wir dann noch nicht, da müssen wir nämlich noch Brot herstellen. Aber wir könnten dann erstmal einen Levelaufstieg machen und uns dann nämlich das Iron Knife gönnen. Und das wäre richtig nice. Aber dafür brauchen wir bestimmt auch noch wieder einen Stick. Die habe ich ja jetzt alle für Glowing Amber rausgehauen. Deswegen gehen wir da schon mal wohlweislich uns hier ein Stick holzen. Ja, das ist das Falsche. Das ist besser. So. Guck mal, haben wir noch ein paar Stickies. Und hier nochmal einen Baum. Iron Ingot ist auch fertig. Ich will das Mehl fertig haben, bitte. Einmal Mehl to go. So. Brot ist auch noch besser natürlich, als die Eier so zu... so zu braten und zu essen. Lieber in Brot investieren. Wobei, wenn man dann überlegt, wie lange es dauert, das Mehl zu produzieren und den Weizen musst anbauen und so, ist vielleicht so ein gebratenes Ei doch gar nicht so schlecht. Naja. Kann man sich ja ausrechnen, wenn man es denn möchte. Oh. Bisschen wie bei Niflheim. Da gab es ja auch so diverse Sachen, die dann am Ende gar nicht so... wahnsinnig günstig waren in, ja, in der Energiebilanz, sag ich mal, ne? So. Ich glaube, dann haben wir erstmal ganz gut Kaffee am Start. Wasser haben wir auch ganz gut, das geht so. Ja, haben wir schon. Hier noch, bitte. Komm schon. Jawohl. Gut, Eier brauchen wir eigentlich nicht. Die Erna will nämlich auch immer Wasser haben. Erna ist so durstig. Egal. Einmal können wir noch. Gucken wir mal. 9. Tipptopp. Und wie sieht's hier aus? Cool. 5. Das heißt, wir können jetzt den Levelaufstieg wagen. Ist es soweit? Ah, create a cooking table. Not complete. Wir müssen doch tatsächlich erst noch hier uns ein Brot herstellen. Ein Brot. Und jetzt ist das Mehl wieder weg, oder? Schätze ich mal. Ja, dann müssen wir nochmal wieder zwei Mehl machen. Okay, Freunde. Aber wir haben es fast geschafft. Wir haben es fast geschafft. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Farming Lumi. Ciao, tschüss. Dein Lumi.